Ich freue mich, dass wir den Herrn Schaffer wieder dabei haben. Das ist immer gut, wenn der Breyer da ist. Das zeigt, er hat Verantwortung für das, was er uns hier abliefert. Und dass wir morgen keinen Schädel haben. Unser Fest wird es dieses Jahr wieder, Herr Leiter, den ich auch herzlich begrüße. Schön, dass Sie wieder da sind mit dem kompletten Team. Mit gewohnter Aufstellung, hinten der Starkalkohol abgetrennt. Und für die restlichen Menschen hier vorne natürlich das gute Bier vom Schaffer Pilsner. Des Weiteren begrüße ich den Bürgermeister Per Gummern aus Simmersdorf. Ich begrüße den stellvertretenden Bürgermeister aus Neunkirchen, Andreas Beck. Herzlich willkommen. Des Weiteren begrüßt man natürlich alle Rätinnen und Räte des Marktrates und den Altbürgermeister, den Georg Brandmüller und alle Gäste, die ich jetzt vergessen habe. Herzlich willkommen. Ich habe noch eine gute Nachricht. Das Freibad bleibt dieses Wochenende offen. Und ich hoffe auch, dass es weiter in der Saison so bleibt und dass wir bald wieder auf die alten Öffnungszeiten, die langen Öffnungszeiten zurückswitchen können. Drücken wir die Daumen, dass wir unsere Jungs und Mädels alle wieder gesund werden. Und bevor ich jetzt versuche, das Bierfass anzuzapfen, damit wir gemeinsam anstoßen können, noch eine gute Nachricht. Heute Abend um 22 Uhr wird die Festung zur Feier der Kirchweih auch nochmal beleuchtet. Da freuen wir uns auch. Und jetzt ziehen wir es nicht in die Länge. Ich habe einen gescheiten Durst. Jetzt zapfen wir hoch. Schauen wir, wie es wird. Einmal drauf sprechen, hat er gesagt. Stopp! Ja, richtig stark. Es ist richtig Stopp. Schön. Stopp! Ey, Schneider ist saugeil! Ja, Mann! Eskalation hier! Ich grüße
Daniel Rodriguez. Ja, danke. Spanien Opinion aus der Kundiga. Gunderwald, ist Gunderwald. Da haben wir auch Fiesta gewischt. Schöne Frauen müssen manchmal eben sich lesen. Schöne Frauen. Du musst das jetzt interviewen. Ja, haben wir doch schon. Okay. Wie gefällt es euch so hier in der Gegend? Oder fehlt euch irgendwas hier? Ja, CS. Ja, ja, genau. CS. Also, Laura und ich sind voll in Fame und so. Ja, ich hab's Gefühl, ja. Noch was zu sagen, oder? Ja. Wir gehen dann alle zum Chicken. Genau. Show bis 6 Uhr in der Früh. Wenn ich euch nicht ertreffe, bin ich enttäuscht. Alle zum Chicken. Chicken. Genau. Ja, ganz gut. Ganz gut. Also, wir sind schon Breakdance gefahren und Autoscooter. Also, alles super. Alles super. Ja. Sieht man ja Daumen hoch hier. Sagt ihr zur Kirchweih allgemein? Könnte hier noch irgendwas hingebaut werden? Oder fehlt euch irgendwas? Topspin! Ja, Topspin! Ja, Topspin! Aber sonst Pouts! Autoscooter, oder? Breakdance und Autoscooter! Ah, Breakdance und Autoscooter! Auf jeden Fall! Geil! Ja, Schneider, geil! Ist auch die Asylanten, die nerven halt ein wenig, weil ja, die ja so vieles mit den Mädchen machen und so. Aber sonst ist halt eigentlich schon ganz cool. Ja. Ist schon. Sag zu viel, wie er
Jo, servus Leute, was geht so? Hier ist euer Kirano Kellmann. Schaut, ich bin beim Breakdance und so. Keine Ahnung. Ja, ich chill halt ein bisschen. Ich weiß. Ich weiß schon, dass da viele Fans sind, aber ich will jetzt erst ein bisschen unbekannt bleiben. Ja, ein bisschen unbekannt bleiben und so. Ja, ich habe mich versteckt heute. Egal. Aber ich freue mich, dass ich euch getroffen habe und so. Ja, dass ich es machen darf. Ich hätte ihn erst fragen sollen halt. Wollen wir hier Platz oder was? Ja, nein, das ist nicht deswegen, weil einfach ich hätte ihn fragen müssen. Ich hätte ihn halt eben fragen müssen und so. Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir ins Zelt reingehen oder so, aber vielleicht gehen wir morgen rein, aber heute erstmal ein bisschen Breakdance. Ja, okay. Noch ein paar Grüße für die Leute hier oder. Jo, ich grüße jeden Schneidacher, alle Laufer und alle Neunkirchner. Okay. Auf jeden Fall, ich muss mich beschweren, weil mein Körper ist leider heute, muss ich sagen, nicht so viel los. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Und der Ufle ist auf jeden Fall viel zu gewalttätig, das geht gar nicht, Mann. Genau, genau. Also, was, frag mich mal was. Ja, ich wäre fast ausgerastet von hier. Nein, ich bin voll nicht besoffen, ne? Ich bin echt nüchtern. Also. Ja, deswegen haben wir jetzt speziell dich ausgesucht, genau, weil du auch gute Antworten geben kannst. Okay, was sagst du zum Security-Auflauf jetzt hier? Ist ein bisschen Stress. Alter, gibst du dir gerade die Grammatik kurz? Ja, nee, das baut sich noch auf. Kommentier das einfach, was du gerade siehst. Also auf jeden Fall, Olli steht allein in der Mitte zwischen den ganzen Security. Ich bin fast versucht hinzurennen, einfach alle auszunochen. Ja, okay. Aber der Uble hält mich davon ab, weil er zu stark ist. Uble! Nein, Spaß. Auf jeden Fall, was kann ich zu Körper sagen? Wie immer halt, geil eigentlich, so von Stimmung und so, ne? Ja. Ich glaube, ja. Okay, wir laden noch. Jetzt haben wir noch mit drauf. Genau, genau. Ich glaube, wir laden noch ein paar Gäste ein für morgen, Samstag dann. Genau, pass auf, morgen auf jeden Fall um 22.30 Uhr Livestream von Wer wird Millionär? Echt, ja? Nein, Mann! Auf jeden Fall. Würdest du hier auf der Kirchweih noch irgendeinen Stand mit hinstellen, wenn du jetzt der Chef von der Kirchweih bist? Ich bin der Chef. Ja. Okay. Also eigentlich hätte ich noch hingestellt gern Freefall Tower aus Nürnberg, so einfach mitten in der Mitte. Ja. Aber die Leute waren ein bisschen dagegen. Konnte man nicht auch engagieren. Ja. Okay. Ja, das war's dann. Also. Ja, das war's, okay. Schöne Grüße an alle, die heute zugeschaut haben. Genau, ich grüße meinen Vater, der sieht es zwar nicht, aber ich liebe dich. Ja, vielleicht ich grüße meine Familie, ich grüße Niki, ich liebe sie auch. Und den Uble liebe ich. Abonniert ihn aber wirklich, Jungs, Mann. Das ist mein Ernst, Mann. Der ist echt drauf, Alter. Ja. Schau, er hat eine gute Kamera, ich esse und so, er hat das Mikro. Ja, okay. Der Musikproduzent war auch schon. Ja. Dann Uble läuft auf jeden Fall. Das war's dann echt wirklich diesmal von mir. Ja.